Gedankenspiele. Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 7. Das blaue Leuchten. Herzlich willkommen zu unserer 7. Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Michael und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster Jens. Hallo. Und Christian. Moin, moin. Moment, da stimmt doch irgendetwas nicht. Mama, ich hab mir doch seinen Namen eintätowieren lassen. Der heißt Hallo, doch ich bin Ralf. Ralf, ja, irgendwie. Ja, der gute Ralf ist heute leider aus persönlichen Gründen nicht dabei. Vom Zeppelin entführt wahrscheinlich. Genau. Der ist also mit den Luftschiffpiraten auf Tour. Ja, er verfolgt eine wilde Zikade. Ja. Eine heiße Spur, eine ganz, ganz heiße Spur. Nee, ich glaube, er hat irgendwas gesagt, die TARDIS. Er hätte jetzt endlich die Benachrichtigung bekommen. Aber seitdem man ja aus England jetzt immer Zoll zahlen muss, muss er halt zum Postamt da 6 Euro nochmal abdrücken, damit er die TARDIS in Empfang nehmen kann. Aber dafür haben wir ja einen hochwertigen Ersatz. Ja, Ralf kann niemand ersetzen. Ja, du kannst dir aber wenigstens Mühe geben, finde ich. Ich versuch's. Nicht zu tief stapeln gleich am Anfang. Genau. Ja, und zwar, wie gesagt, Christian ist da. Und das war ja auch so ein bisschen angekündigt, dass wir jetzt mal einen Gast in unserer Sendung dabei haben. Und der ein oder andere hat dich vielleicht an der Stimme schon mal erkannt, aber vielleicht erzählst du doch nochmal gerade, wer du überhaupt bist. Ja, das kann ich gerne machen. Einige kennen mich vielleicht auch als Frosty. Da habe ich auch schon bei dir in den Podcasts mitgewirkt an verschiedenster Stelle. Und wir haben uns ein Thema überlegt, was so ein bisschen auch zu meinem beruflichen Hintergrund passt, abseits von der Pen-and-Paper-Welt. Pen-and-Paper spiele ich natürlich auch, wie, glaube ich, sicherlich eine ganze Menge von euch da draußen. Und heute soll es um ein bisschen schwierigeres Thema gehen. Aber wir reden über, ja, soll ich das schon verraten? Willst du es erzählen? Also zumindest bekümmere ich mich beruflich um die ganzen Sachen und war dementsprechend als Gast jetzt dann dazu geladen. Ich denke, wir verraten einfach noch nichts, um die Spannung noch so ein bisschen aufrechtzuerhalten, was denn da tatsächlich das Thema sein wird. Ja, jetzt muss der Titel natürlich auch mysteriös bleiben, ne? Ja, natürlich. Das kriegen wir aber schon noch hin, irgendwie vage zu formulieren. Aber ich glaube, so eine kleine Triggerwarnung kann ich nochmal vorab mit rausspucken an dieser Stelle. Wir werden ein Thema behandeln, das auch diesmal wieder das ein oder andere Menschenleben gefordert hat. Und so gesehen, es ist also wieder etwas, was nicht unbedingt so spaßig ist. Es ist ein, glaube ich, sehr spannendes Thema, aber es ist tatsächlich so, dass da eine etwas größere Anzahl an Menschen ihr Leben gelassen haben. Und für denjenigen, für den das belastend ist, sei das vorab mitgeteilt. Genau, so Tod und Krankheit, darum wird es heute so ein bisschen gehen. Genau. Gut, ich glaube, dann würden wir dir auch direkt schon das Wort erteilen, dass du uns mal ein bisschen was erzählst. Und wir lauschen ganz gespannt und überlegen, ob und was man damit machen. Ja. Ich versuche es. Wir befinden uns Ende der 80er Jahre, 1987 um genau zu sein, in einer brasilianischen Stadt, nicht an der Küste gelegen, mitten im Urwald, sage ich jetzt einfach mal so salopp daher. Und diese Stadt, etwas größer, hatte natürlich dann auch zahlreiche medizinische Einrichtungen, Krankenhäuser, teilweise aber eben auch stillgelegte, Eigenschaften dieses Berufsstandes. Und da trat es eben auf, dass sich einige Schrottsammler ein bisschen was dazu verdienen wollten und haben dann eben eine solche Einrichtung besucht. Und zwar, als der Wachmann dann nicht anwesend war, seine Runde gedreht hat, haben sie dann den ganzen Besuch so angepasst, dass sie dort eingestiegen sind in eine alte Klinik und haben dann nach wertvollen Schätzen gesucht.
Und Sie haben im Vorfeld schon gehört, dass da wohl der ein oder andere Ventilator mal rausgeholt worden ist. Den kann man dann sicherlich gut verkaufen, auf $5 oder was man dafür bekommt. Da kann man ganz gut von leben in Brasilien. Und dementsprechend ist das dann auch den Aufwand und die Gefahr wert. Auch wenn man dann vielleicht vom Wachmann oder sowas geschnappt wird. Aber vielleicht sind ja doch irgendwelche Schätze in diesem alten Krankenhaus zu finden. Also ich weiß nicht genau, wie groß das war. Scheint eine etwas kleinere Anlage gewesen zu sein. Aber eben nicht gut bewacht, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Und nach kurzer Suche haben sie dann tatsächlich auch was gefunden. Allerdings handelte es sich dann dabei nicht um einen Ventilator, den man ausgebaut hat, sondern um eine große Kiste, ein großes Objekt aus Eisen, irgendein Metall, konnte man nicht genau sagen. Vielleicht auch die gelbe Farbe abgeblättert. Es sah zumindest ziemlich wertvoll und vor allem auch ziemlich schwer aus. Und schwere metallische Gegenstände kann man sicherlich sehr gut auf einem Schrottplatz verkaufen. Mhm. Ist natürlich dann auch den Aufwand wert, das Ganze dann nach draußen zu hieven, an dem Wachmann vorbei und durch den Zaun zu flüchten. Das hat soweit auch funktioniert. Die beiden Personen haben dann schon auf dem Rückweg versucht, das Ganze aufzubekommen. Wie gesagt, sehr schwer. Und dann doch wohl kein Eisen, sondern eher Blei, so in die Richtung. Aber das kann man auch gut verkaufen. Haben sie bei einem befreundeten Müllsammler bzw. Schrotthändler haben sie dann angehalten und gefragt, was sie denn dafür bekommen. Der war dann auch interessiert. Kann man sicherlich einschmelzen und irgendwas Gutes draus machen. Und ja, bei dem Versuch, das Ganze zu öffnen, ja, sie haben, wie gesagt, festgestellt, dass es sich dabei dann um Blei handelte und dass sich dann wohl im Inneren ein merkwürdiges Pulver befunden hat. Vor allem, wenn man dann in der Nacht mal nachsieht in der Garage von diesem Schrottsammler, dann leuchtet dieses Pulver auch noch ein bisschen so mysteriös und schimmernd blau. Also ganz interessant, ungewöhnlich, erzielt sicherlich sehr hohe Preise. Die beiden Einbrecher, so nenne ich sie jetzt einfach mal, haben dann, wie gesagt, das Ganze verkauft. Und der Schrotthändler war alleine mit diesem mysteriösen Objekt, was er dann auch gar nicht genau wissen wollte, wo das herkommt. Also so nachtleuchtende Sachen, das ist schon eine richtig schicke Sache, ja. Ja, meine Tochter hat nachtleuchtende Schuhbänder, da ist sie total fasziniert von die ganze Zeit. Oh, ja. Und meine nachtleuchtenden Würfel sind auch immer sehr heiß begehrt. Ja? War das da eine Bleikiste oder wie soll man sich das vorstellen? Also da war Blei drin und das Pulver oder war das Pulver in dem Blei? Oder? Also ich weiß nicht genau, wie es damals ausgesehen hat, aber ich kann dir sagen, wie es heutzutage aussieht. Das ist eine, also die Bleiwand ist heutzutage grob 3 cm dick, sag ich einfach mal. Und im Inneren dieser Bleiabschirmung, ein kleines Objekt, ungefähr Handteller groß, zumindest heutzutage, befinden sich dann noch ein weiterer Stahlblock. Also Blei und Stahl und darin hast du dann wenige Milligramm dieses blauen Pulvers. So ist es heute. Ah, okay. Und die hatten dann eben nicht Milligramm, sondern eher Grammbereiche und ich kann mir vorstellen, dass diese Bleiummantelung und dieser Stahlzylinder dann noch etwas schwerer waren. Also du kannst, also das waren mehr als 10 Kilo, was sie da rausgeholt haben. Also jetzt insgesamt von dieser Ummantelung. Wie gesagt, das Pulver, ich musste gerade nachschauen, 93 Gramm, wir runden einfach mal auf, es waren 100 Gramm dieses Pulvers. Also nicht wirklich viel, gerade wenn ihr euch vorstellt, wenn man mal beim Backen so ein bisschen Mehl benutzt, 100 Gramm, die hat man schnell erreicht. Und dieses blaue Pulver hat dann im Verlaufe dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Kampagne, viele Menschenleben gefordert. Es hätte noch weitaus mehr Menschenleben fordern können. Viele sind krank geworden. Stellt sich natürlich die Frage, hat man herausgefunden, was dieses blaue Pulver war? Habt ihr eine Vermutung? Ich habe es nachgelesen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Also das genaue Bezeichnung kenne ich auch nicht, aber allein die Kombination Bleibox, leuchtend Nacht, das klingt doch schwer nach irgendetwas, was Strahlung von sich gibt. Genau, das ist es. Also es handelte sich dabei um Radioaktivität bzw. ionisierende Materie, genauer gesagt das Isotop Cäsium-137, was man dann eben benutzt, um in solchen Krankenhäusern die Leute zu röntgen, um den Körper zu durchleuchten. Genau, da kann man verschiedene Dinge dann eben mit anstellen. Solange ein fachkundiger Arzt und Strahlenschützer eben weiß, was er da tut, ist das kein Problem. Allerdings, wenn
fachunkundiges Personal diese Bleiummantelung aufbohrt und das blaue Pulver an Freunde verteilt, dann ist das keine besonders gute Idee. Das heißt, die beiden haben ein Röntgengerät geknackt, oder? Kann man so ausdrücken, genau. So würde ich es jetzt einfach mal formulieren. Also es gab, wie gesagt, verschiedene Anwendungen für diese radioaktiven Isotope. Aber im Prinzip ist es eine mobile Röntgeneinheit. Okay. Ohne eben diesen Stromstecker. Das funktioniert dann eben von alleine, wenn man es eben in die richtigen Gerätschaften einbaut. Und du hattest das vorhin angedeutet, oder vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, dann korrigier mich gerne. Sowas benutzt man heute in der Art immer noch, aber mit weniger Befüllung, also weniger Gramm drin oder Milligramm hattest du gesagt und da hier jetzt 100 Gramm. Genau, also du findest das im Prinzip in jedem größeren Krankenhaus, wenn du dann, also Röntgengeräte gibt es natürlich auch, aber du kannst das Ganze eben auch auf radioaktivem Wege machen und das wird tatsächlich dann eben auch öfter mal gemacht. Es gibt auch radioaktive Präparate, die dir in den Körper gespritzt werden, die leuchten dann aus dem Inneren heraus. Mit den richtigen Sonden kannst du dann nachverfolgen, wie beispielsweise Proteine sich in deinem Körper zersetzen, wo die abgebaut werden. Mhm. Ist das dann eher in der Leber, ist das in der Lunge oder wo auch immer die dann abgebaut werden, also in den verschiedensten Organen, kann man dann rückverfolgen durch diese Strahlung, die aus dem Inneren kommt, wo gerade diese Medizin dann abgebaut wird in deinem Körper. Also wenn man sich damit auskennt, kann man damit sehr gut spielen. Das ist ein unglaublich interessantes Anwendungsgebiet und in den richtigen Händen eben auch für die Gesundheit einsetzbar. Ja, dazu kam es allerdings nicht. Wie gesagt, wir hatten diese Bleibox angebohrt, blaues Pulver, was man im Inneren erkennen konnte und es hat dann auch ja geleuchtet. Also dementsprechend machen wir das Ganze doch einmal auf. Stichsäge, ich weiß nicht genau, was sie da probiert haben. Sicherlich wird das ein oder andere Blatt dann kaputt gebrochen sein. Blei und Stahl, das lässt sich natürlich nicht von allem ansägen, aber am Ende des Tages war das Ganze offen und das blaue Pulver, ja, wie gesagt, 93 Gramm, die sich dann im Inneren befunden haben, wurde dann verteilt. Und zwar großspurig an Freunde, Bekannte, Verwandte. Schaut doch mal, wie das leuchtet. Einige Leute haben sich vielleicht aus Freude oder aus Verwunderung, um zu experimentieren, ein Kreuz auf die Brust gemalt, auf die nackte Brust, um Jesus Christus zu preisen. Andere haben sich das Ganze in den Tee getan. Also die verschiedensten Dinge, die dann mit diesem Pulver getan worden sind, haftet natürlich auch unglaublich gut am Wasser, ist also wasserlösliches Pulver und ist dann dementsprechend auch nicht nur in Guyana geblieben, sondern hat sich dann über Großteile von Brasilien dann ausgebreitet. Von 130 Kilometer Entfernung bis hin zu 800 Kilometern wurde es an verschiedensten Stellen in Brasilien gefunden und hat dort dann eben für Krankheit und Tod gesorgt. Wir sind ja in den 80er Jahren, ne? Das heißt, so Strahlung hat man schon mal was gehört, aber ist nicht so allgemein verbreitet. Nicht jeder weiß da sofort etwas mit anzufangen, vor allen Dingen, dass das so problematisch sein kann. Der Schrotthändler, glaube ich, der wollte ja für seine Frau auch ein Schmuckstück oder so aus diesem leuchtenden Material machen. Ich glaube, einen Ring wollte er daraus bauen, ja. Ja, genau. Also das ist jetzt nicht unbedingt so naheliegend, das, was wir jetzt so immer einschätzen können als, oh, ne, Blei und leuchtet, das klingt nicht gut, nimm mal Abstand, war damals noch nicht so bekannt. Ist diese Strahlungsquelle, also dieses Material, ist das warm? Also spürt man da eine Wärmeentwicklung oder? Also das war Cäsiumchlorid, dementsprechend gehe ich mal nicht davon aus. Das ist einfach ein Pulver, wenn du das in Wasser wirfst, dann löst sich das ein bisschen auf und okay. Je nachdem, also wahrscheinlich nicht so viel. Nein, es löst sich auf und bleibt dann an der Haut haften. Da gibt es dann keine Wärmeentwicklung und man schätzt diese Gefahr einfach nicht ein. Das ist wirklich eben das Gefährliche. Okay. Und ja, wir hatten kein Internet. Wie gesagt, wir waren 87. Tschernobyl ist dann schon passiert. Aber die Informationen, die dann eben auch durch den eisernen Vorhang getragen worden sind, natürlich dann nicht so wie heutzutage. Wir hatten auch schon viele verschiedene andere Unfälle, die dann im Verlaufe sehr ähnlich abgelaufen sind. Das ist eigentlich erschreckend, dass solche Sachen immer wieder passieren. Und Guyana ist eben nur einer von vielen Unfällen, die dann aber auch so sehr traurig Bekanntheit erlangt haben. Mhm. Cäsiumchlorid hattest du gesagt, ne?
Genau, Cäsium. Also Cäsium 137 ist das radioaktive Isotop, was dann eben zerfällt. Einmal ganz kurz, wir haben verschiedene Strahlungsarten. Alpha, Beta, Gamma kennt man, glaube ich, aus der Schule. Mhm. Und die erzeugen dann verschiedenste Strahlenschäden. Und auch die Entfernung spielt natürlich eine Rolle zum Körper. Es gibt dann eine ganz gute Merkhilfe, um zu verstehen, wie gefährlich die Strahlung sein könnte oder wie man sich abschirmen kann. Alpha-Strahlung, sagt man immer, da reicht eine einfache Seite aus einem Buch, um sich davor zu schützen. Wenn sie in deinen Körper gelangt, verursacht sie unglaublich starke Schäden, also du solltest sie nicht inkorporieren, also essen oder trinken, einatmen. Das ist besonders gefährlich, weil sie dann im Inneren deines Körpers auf die Organe wirkt und dort dann diese Buchseiten zerreißt, sag ich jetzt mal. Aber wenn du dich vor Alpha-Strahlung schützen möchtest, reicht eine Seite von einem Buch. Alpha-Strahlung sind Heliumkerne? Genau, richtig. Also das sind Heliumkerne. Also die sind ja relativ groß im Vergleich. Die sind relativ groß, die sind relativ schwer und wenn die einschlagen, dann wirken die eben mit ihrer Masse auf diesen Zellkern und zersplittern den, sag ich einfach mal. Also da ist relativ viel Impact, der wirkt dann aber auch direkt an der Haut, bleibt er dann prinzipiell auch hängen, macht dann die oberen Hautschichten kaputt. Das tut nicht unbedingt weh. Da merkt man nicht viel von, vor allem, weil eben auch die obere Hautschicht sowieso abgestorben ist. Das tut nicht weh, aber wie gesagt, wenn du das inkorporierst, also aufnimmst durch Nahrung, durch Trinken oder durch Einatmen, dann hast du ein besonders großes Problem. Für die Beta-Strahlung reicht dann nicht eine Seite, sondern da brauchst du ein ganzes Buch, was du dann als Abschirmung benutzt. Die ist dann dementsprechend nicht ganz so sehr schädlich, aber sie kann dann eben auch durch deine Haut hindurchdringen. Und um dich vor Gamma-Strahlung zu schützen, was im Prinzip wie Licht ist, nur dass es eben eine andere Wellenlänge hat, brauchst du eine ganze Bibliothek. Das ist immer so die Merkhilfe. Eine Seite Papier, ein Buch und die Bibliothek. Ach cool, ja, das kann man sich gut merken, ja. Genau, es gäbe dann noch die Neutronenstrahlung, die ist jetzt aber in diesem Fall nicht relevant. Und das Cäsium war eine Mischung aus Beta- und Gamma-Strahlung und konnte dann dementsprechend sehr gut auf den menschlichen Körper wirken, wenn man sie nah beieinander hat. Also ich sag mal, wenn du einen Ring oder sowas aus Cäsium trägst, dann ist das nicht so gut für die Gesundheit. Und man sollte einfach so wenig wie möglich mit diesem Zeug in Berührung kommen. Ihr Chemiker redet doch, glaube ich, immer, oder ich weiß nicht, ich glaube, es sind die Chemiker schon von so einer letalen Dosis, wo man das einteilen kann, so LD50 oder so? Genau, ja, also 50% der Betroffenen würden sterben statistisch, wenn du mit dieser und dieser Menge in Berührung kommst. Und was ist das, weißt du das bei Cäsiumchlorid, was es da ist? Ich habe es im Vorfeld ausgerechnet, ja. Also man kann das recherchieren. Es gibt Studien zu Hunden und es gibt Hochrechnungen zu Menschen. Und die letale Dosis ist 250 Mikrogramm pro Kilogramm. Das würde also reichen, um ganz grob 5400 Menschen umzubringen, wenn die gleichmäßig verteilt werden. Und wir reden von 93 Gramm. Wir reden von 93 Gramm. Wie gesagt, stellt euch vor, wir sind in der Küche, wollen gerade einen Kuchen backen, 100 Gramm Mehl. Das ist eine Handvoll. Ja, ist halt jetzt eine andere Dichte beim Cäsium, aber es ist eine Handvoll. So, und damit kannst du 5400 Menschen statistisch umbringen. Wow. Und vor allen Dingen jetzt in diesem Fall, der hat ja Freunde und Verwandte und Bekannte damit beglückt, ne? Genau, also er hat das, wie gesagt, ganz großzügig an jeden verschenkt, der auf den Schrottplatz kam, hat es seinen Freunden in beste Absicht gegeben und das hat dann eine gute Zeit, eine Woche, hat das dann eben in Guyana die Runde gemacht. Jeder hat es weiter verschenkt, guck doch mal, und dieser Schrottplatz hat jetzt das Pulver. Einige haben auch schon von UFOs gemunkelt. Wie gesagt, man wusste wirklich nicht, was das ist. Und dann gab es die ersten Krankheitsfälle. Erbrechen, Haarausfall, Strahlungskrankheit, wie sie im Buche steht, gerötete Haut und das dann eben vermehrt über die gesamte Stadt. Jeder ist dann irgendwann zum Arzt gerannt. Und irgendwann hat dann die Frau von dem Schrottplatzbesitzer, die hat dann gesagt, ich nehme jetzt das restliche Pulver, was ich noch habe, setz mich damit in einen Bus und fahre dann mit einem öffentlichen Verkehrsmittel diesem Pulver zu einem Arzt und frag den, was das ist. Ja, jetzt sollte man meinen, Internet haben wir nicht, aber ein Arzt muss doch erkennen, dass das eine Strahlenkrankheit ist. Nee, leider nicht. Er wusste nicht, was das ist. Und musste dann erstmal einen befreundeten Physiker fragen, der dann zufällig
zufällig in der Stadt war. Und der hatte dann eine Vermutung, die sich dann auch bewahrheitet hat. Und tatsächlich Cäsium, wie gesagt, radioaktiv. Und dementsprechend musste man auf die Suche gehen, wo fing das an? Das hatte man dann relativ schnell herausgefunden. Man musste das Ganze zurückverfolgen. Die Müllsammler konnten dann eben auch berichten, dass das aus dieser Ruine des Instituts kommt. Und dann war relativ schnell klar, wie man versucht zu behandeln. Aber da war schon noch vieles zu spät. Ja, zumal stelle ich mir das vor, wenn das jetzt über die Stadt verteilt, überall Menschen zum Arzt gehen und von ja, diesen Symptomen berichten. Ich glaube, selbst heutzutage würde ein Arzt nicht sofort auf irgendeine Strahlenerkrankung schließen, weil das ja doch vergleichsweise unwahrscheinlich ist, dass sowas eintritt. Und erst dann, wenn das an vielen Stellen auftaucht und dann viele miteinander reden, dann wird dann irgendwas so hellhörig werden. Tja, so ist das. Also vielleicht hat auch jeder Mensch reagiert ja auch anders und das dauert dann ein bisschen Zeit, dass dann die Zellen absterben, dass sie sich nicht neu regenerieren. Je nachdem, wie viel Pulver du dann eben auch an dir hast, wie viel Strahlung und Dosis du dann abbekommst, kann das die unterschiedlichsten Folgen haben. Die Spätfolgen sind natürlich eben auch nicht zu vernachlässigen. Das war jetzt 87, also ganz grob 30, 35 Jahre her. Wir werden da immer noch irgendwelche Fälle bekommen, die dann an Krebs erkranken werden. Also davon kann man ausgehen, das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Auch die Kinder von Opfern werden auch später noch an Krebs erkranken. Das ist leider so. Kann man da überhaupt was machen, behandlungsmäßig, außer Leidlindern? Tja, da fragst du was. Wenig. Nein. Kannst du im Prinzip nicht. Du kannst versuchen, alles so gut wie möglich zu dekontaminieren, also das Pulver irgendwie aufzunehmen, aber wie gesagt, es war über 800 Kilometer verteilt im ganzen Land. Stadtteile wurden abgerissen, die haben ihre Gärten umgegraben, gerade wenn es dann auch durch den Wind getragen wird, da reichen wenige Krümel, ich hatte es wie gesagt angesprochen, Mikrogramm, damit du, also 250 Mikrogramm, damit du zu 50% stirbst. Wenn du weniger als die abbekommst, dann wirst du halt nicht direkt sterben, sondern eben an den Spätfolgen und an Krebs erkranken. Aber ja, stell dir mal vor, wie wenige Mikrogramm durch den Wind getragen werden in der ganzen Stadt umher und du atmest dann was ein oder es klebt dir einfach nur am Körper und du bemerkst es nicht, weil es dann eben nicht mehr schön blau leuchtet, sondern weil es in deinem Schweiß gelöst wird. Also einfach nur ein Teufelszeug. Dementsprechend war der Trigger, den du, Michael, vorhin angesprochen hattest, durchaus berechtigt. Das ist einfach eine schwierige Folge, sag ich mal so. Ja, dass das natürlich auch aktiv eingesetzt wird, haben wir ja mit in London mit den Skripal-Morden zum Beispiel gesehen. Das war jetzt ein anderes Material. Das war, glaube ich, Polonium oder so gewesen. Aber das ist wirklich so fast kaum nachweisbare Mengen sind vom Gewicht her, die dann ausreichen, um einen Menschen so dermaßen zu schädigen, dass er also auch mit großer Wahrscheinlichkeit dabei ums Leben kommt. Und auch da wieder genau das Gleiche. Wenn man nicht genau danach sucht, wird man nicht feststellen, dass es so ein Material ist. Von daher kann man sich das schon vorstellen. Genau, und das war wie gesagt auch nicht der erste oder der einzige Zwischenfall über die gesamte Weltkugel, kann man fast sagen. Hatten wir andere oder ähnliche Fälle, die fast genauso ausgelaufen sind. Irgendwelche Schrottsammler, die in alte, vor allem medizinische Einrichtungen eingebrochen sind und dann was aufgebohrt haben. Mal haben sie sogar noch im Auto die Kugel dann geöffnet oder diesen Zylinder geöffnet, haben sich dann schon während der Fahrt übergeben. Also so stark war die Strahlung, dass sie dann schon auf dem Weg zum Schrottplatz sich übergeben mussten. Das sind richtig kranke Geschichten, die eben überall auf der Welt schon geschehen sind. Und ich glaube, der letzte Vorfall war erst 2019, bin ich der Meinung, habe ich bei meinen Recherchen festgestellt. Also in jedem Land, in Spanien, in Georgien, in Ägypten, in China, du hast es überall. Das ist einfach das Unwissen. Ja. Wer stellt denn das her, Cäsiumchlorid, oder wie wird das hergestellt? Wird ja hoffentlich nicht jeder einfach machen können. Nein, gute Frage. Also du kannst natürlich dann eine Neutronenquelle nehmen und dein Cäsium beschießen. Fragt sich natürlich, wo du eine Neutronenquelle hernimmst. Neutronenstrahlung ist tatsächlich nicht so häufig.
und dementsprechend wird es höchstwahrscheinlich aus einem Kernkraftwerk kommen und dort ein Zerfallsprodukt aus der Uranreihe sein. Also da gehe ich jetzt ganz stark von aus. Wir haben ja Uran, was wesentlich schwerer ist, und wenn du das dann eben mit Neutronen beschießt, dann spaltet es sich eben in verschieden große Teile auf. Ein Drittel, zwei Drittel, sagt man immer ganz grob, und auf der einen Seite wirst du dann Cäsium herausbekommen zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit, und das wird dann eben aufgefangen, nachdem es dann aus dem Kernkraftwerk ja isoliert worden ist und kann dann für unter anderem medizinische Zwecke benutzt werden. Und da wird man ja sicherlich dann lizenziert sein müssen für Betriebe, die Röntgengeräte herstellen und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und Zertifikate haben müssen und dergleichen. Ja, selbstverständlich. Also über die Bank weg sollte es eigentlich so sein, dass diese Sachen, die aus einem Kernkraftwerk dann weiterverarbeitet werden, geschützt werden. Ich hatte von dem Wachmann schon gesprochen. Warum der dann abwesend war, wurde nie richtig geklärt. Es ist unverantwortlich gewesen. Die Ärzte, die diese Praxis dann verlassen haben, wurden dann auch wegen Mordes verurteilt. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber man hat ihnen dann wegen die Schuld Mordes. Gegeben. Ja, man hat ihm dann die Schuld gegeben, dass diese vielen Menschen dann eben verletzt worden sind, krank geworden sind oder dann eben letztendlich gestorben sind. Hast du da Zahlen? Über wie viele reden wir denn da? Genau, die Zahlen kann man verschiedensten Quellen entnehmen. Ich bediene mich jetzt einfach mal einer, ich nenne sie einfach mal, es ist Wikipedia, kann man natürlich auch auf der deutschen oder der englischen Seite verfolgen, wenn euch das interessiert. 112.000 Personen wurden untersucht. Das ist natürlich auch schon mal eine gewaltige Zahl, wenn ihr euch vorstellt, dass 100.000 Menschen dann vor verschiedenen Ärztezentren stehen und die dann untersucht werden auf Haarausfall, auf Erbrechen, auf Übelkeit. Und man nicht genau weiß, kommt das jetzt durch irgendeine Grippe oder ist das irgendwie ja eine Mücke, die mich gestochen hat, oder ist es tatsächlich jetzt diese Strahlung? Also dementsprechend schwierig war das dann nachzuverfolgen. Ich muss gerade mal schauen, 85 kontaminierte Häuser, 41 sind evakuiert und 7 wurden abgerissen. Abfall, der dann umgegraben worden ist. Ich schaue gerade mal nach, haben wir eine Zahl von Personen, die gestorben sind. 49 wurden interniert, 21 davon intensiv, also die wurden dann ins Krankenhaus gebracht. Mindestens 4 Todesfälle. Ja, dieses mindestens ist natürlich eine seltsame Angabe. Ja. Circa 500 Menschen leiden auch 2017 noch an den Spätfolgen. Mhm. Ja, besonders schwierig war dann eben auch die Tochter des Schrotthändlers. Die ist dann auch dabei gestorben, hatte sich dann mit diesem blauen Pulver eingerieben und fand es dann als lustig, dass sie dann blau geleuchtet hat. Und sie ist dabei eben auch leider verstorben und selbst ihr Sarg war dann Blei ummantelt. Also es ist einfach nur eine unglaublich schwierige Situation für alle dann. Und naja. Ja, wie gesagt, Triggerwarnung. Ja, und es geht ja auch vergleichsweise schnell, ne? Ich glaube, die Hauptkontaktpersonen, die waren innerhalb von einem Monat, anderthalb Monaten schon verstorben. Von daher sehr tragisch, nur ja. Ja, wie gesagt, 5.400 hätten daran versterben können. Das ist jetzt zumindest so das, was ich aus der LD50 dann berechnet hatte. Und wir werden sicherlich noch weitere Spätfolgen über die Jahre beobachten können. Wie gesagt, die Krebsrate kann ja nicht nur bei dir ansteigen, sondern sie wird sehr wahrscheinlich auch an deine Kinder weitergegeben. Da werden wir also noch etwas weiter beobachten können. Mhm. Ja, ich vermute, da ist ja dann auch das Grundwasser gefährdet, das ganze Pflanzenreich und also die ganze Ökologie. Genau. Also man konnte dann auch beobachten, dass die Region Guyana wirtschaftliche Einbrüche hatte. Niemand hatte dann Interesse, irgendwelche Lebensmittel aus dieser Region zu kaufen, was natürlich verständlich ist. Mhm. Und aber es ist einfach diese Erwähnung wert. Niemand wollte dann noch irgendetwas mit Guyana zu tun haben. Ja. Erinnert mich jetzt so ein bisschen, was man selbst erlebt hat, natürlich jetzt weit weg davon und deswegen nicht, zum Glück nicht in dem Ausmaß, aber damals mit Tschernobyl. Ich kann mich noch erinnern, dass ich nicht mehr draußen spielen durfte und dass man dann keine Pilze essen sollte und dergleichen mehr, weil das alles ja strahlenbelastet war und der Regen, ja, der Niederschlag, hatte man Angst. Also klar, ich will das absolut nicht vergleichen mit diesem Zwischenfall und wenn man ganz dicht dran ist, aber ja. da hatte man so einen halbwegs ein bisschen also hat mich als Kind traumatisiert, ist zu viel gesagt, aber es hat einen schon ein bisschen geprägt damals. Ja.
Also man kann tatsächlich immer noch, wenn es regnet in Deutschland, kann man feststellen, dass die Strahlung ansteigt. Einfach weil wir haben ja auch die natürliche Strahlung, die Hintergrundstrahlung aus dem Weltall oder aus dem Erdboden, wenn dann Radon ausgast, das haben wir. Und wenn es regnet, dann sammelt sich das eben auch als Staubpartikel auf deinen Kleidung. Und wenn du dann im Kernkraft arbeitest oder so etwas, dann kann das auch eben sein, dass du davor oder danach nicht mehr aus dem Kontrollbereich herauskommst, weil die Detektoren anschlagen. Also das ist immer noch messbar. Das ist nicht nur Tschernobyl, das sind auch alle Atombomben und Wasserstoffbomben, die ganzen Tests, überirdisch, unterirdisch, das wirkt sich immer noch aus. Dass man das, glaube ich, in den Zähnen von Kindern gefunden hat, hat ja auch mit dazu geführt, dass das zum Atomwaffentestbann kam, glaube ich. Ja, das ist jetzt der Exkurs nach Tschernobyl. Vor allem dann in der Milch konnte man auch, ich glaube, es war Cäsium. Ich glaube, es war auch wieder Cäsium, konnte man in der Milch nachweisen. Also die Kühe, die dann eben draußen standen und das Gras gefressen haben, haben das dann eben auch weitergegeben in die Milch. Und über die Milch kam es dann in die Knochen. Und das ist natürlich dann, schädlich, ohne Ende. Das ist dann die Inkorporation, die wir auf alle Fälle vermeiden wollen. Also was mich an dieser, an diesem Ereignis, an dieser Geschichte eigentlich so, fasziniert, ist wieder übertrieben, aber irgendwie mich die ganze Zeit nur spannend kopfschütteln lassen hat, ist, wie das halt verbreitet wurde, ne? Da sind zwei, die klauen einfach so eine Box ohne genaueren Wissens und sie wissen nicht, was sie da tun. Sie machen es auf, sie verkaufen oder versuchen es, schaffen es nicht, verkaufen es komplett weiter. Der weiß auch nicht, wo es herkommt, macht es auf, findet es toll, gibt es weiter. Und so verbreitet sich das dann über ein Riesenareal an immer mehr Menschen, bis das dann irgendwann mal so klar wird, was da passiert. Und dann quasi wieder die Ursache zu finden, Patient Null oder Stelle Null, ist, wie gesagt, als ich den Bericht da gelesen habe, war ich nur noch kopfschüttelnd davor und das kann nicht sein, ne? Man bleibt einfach fassungslos zurück, dass diese zwei Menschen aus ihrer Gier so viele mit in den Tod oder ins Verderben gerissen haben. Das ist die sprichwörtliche Büchse der Pandora. Ja. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen an mich? Also Guyana an sich ist damit im Prinzip erklärt, wie gesagt, übertragbar auf viele weitere Kontinente, Länder, überall schon mal passiert. Sonst irgendwelche weiteren Fragen von euch? Von meiner Seite aus glaube ich soweit nicht. Also, könnte man natürlich wissenschaftlich sicherlich noch tiefer einsteigen, aber ich glaube, an der Stelle ist unser Bildungsauftrag, wie Jens schon mal gesagt hat, schon fast wieder erschöpft, aber erwähnenswert ist, oder du hast ja schon gesagt, das ist in vergleichweiser Form auch schon mehrfach davor und danach immer wieder mal passiert. Ne? Das ist halt jetzt nicht ein einmaliges Ereignis, das ist jetzt nur eins der wahrscheinlich besten aufbereiteten. Ja. Es steht in jeder Zahnarzt oder jeder besseren Zahnarztpraxis so ein Röntgengerät rum und die Strahlungsbehandlung für Krebs und Co., die hat man ja auch sehr weit verbreitet überall. Ja, aber ich hoffe, dass heute jeder weiß, dass ein solches Gerät besser nicht dran geht. Also meine Frage wäre vielleicht noch, vielleicht weißt du es, vielleicht gab es da, hoffentlich gab es das auch nie, ich will auch niemanden auf die Ideen bringen, gab es irgendwelche Zwischenfälle, wo das mal absichtlich, also wo nicht in Dummheit oder Unwissen oder unglückliche Verkettung der Umstände, sondern dass jemand mit Absicht da was herbeigeführt hat? Meines Wissens noch nicht, aber die Idee von schmutzigen Bomben existiert ja. Und das kurz zu erklären, ist natürlich besonders pervers. Du nimmst eine normale Bombe, sag ich einfach mal, die explodiert, tust in die Mitte eine radioaktive Substanz, die dann eben durch die Explosion so weit wie möglich sich verteilt. Die Explosion selber tötet, lass es 100 Menschen sein, je nachdem, wo du zündest. Aber dieser radioaktive Fallout, den du danach hast, der wird dann eben langfristig Folgen verursachen. Natürlich dann eben auch ein sehr großer psychologischer Effekt, gerade wenn eben auch die Menschen nicht genau wissen, wie wirkt Radioaktivität, jeder weiß, es ist irgendwie gesundheitsschädlich, aber was da genau passiert, man kann es nicht riechen, nicht schmecken, nicht sehen, das ist einfach diese unsichtbare Gefahr, die besonders ekelhaft ist. Das war ja so dieses Horrorszenario, was man nach 9/11 immer wieder gehört hat, wo, sag ich mal,
paranoide Politiken und durchgesetzt wurden mit Warnungen vor schmutzigen Bomben und dass es da Pläne gäbe und wie leicht man an so ein Material rankommen könnte. Dann wurden ja immer der Ostblock genannt und der Zusammenbruch der Sowjetunion und was da so an Material eventuell verschwunden ist, was man da benutzen könnte und so. Ja, das war die ganz, ganz große Gefahr nach dem Zusammenbruch, dass da auf einmal Länder in den übrig gebliebenen Atomsprengköpfen der Sowjetarmee dann irgendwelche Sachen ausgebaut und weiterverkauft haben. Ja. Genau, also die Befürchtung ist da. Bisher weiß ich zumindest noch von keinem Vorfall, der dann eine solche schmutzige Bombe hervorgebracht hat. Da können wir natürlich nur dankbar sein. Ja, absolut. Aber im kleineren Umfang halt, ich sagte ja eben schon, die Skripal-Geschichten, es wird genutzt, ne? Genau. Allerdings von professionellen Eben, also der Wald- und Wiesenkiller wird wahrscheinlich nicht an irgendwelche radioaktiven Sachen so ohne weiteres drankommen, aber ja. Mir war noch eine Sache eingefallen, und zwar was dieses Leuchten, wir hatten ja auch am Anfang so ein bisschen gescherzt von wegen hier leuchtende Schnürsenkel, leuchtende Würfel und so weiter. Wir sind ja früher, damals hatten wir auch hier die Armbanduhren mit leuchtenden Zifferblättern und so weiter, das ist ja dann auch irgendwann mal abgeschafft worden, weil es auch das strahlendes Material war. War das Radon oder so? Oder was? Das müsste Uran gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also, dass die Uranfarbe auf Ziffernblättern von Uhren getan haben, damit du auch in der Nacht sehen kannst, wie spät es ist und solche Scherze. Da kenne ich ja eine Horrorgeschichte zu aus den USA. Wahrscheinlich hat man es anderen Ländern auch gemacht. Vor allem Frauen wurden da engagiert in Fabriken, diese Zifferblätter zu bemalen. Und die haben beim Bemalen die Pinsel abgeleckt dann wieder aufgetragen. Und ich glaube, das ist zumindest in den USA ist das der Skandal, der dahinter und die gesundheitliche Folgen auch mit für die ersten Arbeitsschutzgesetze gewesen. Ja. Natürlich viel zu spät für die Betroffenen. Ja, das ist übrigens auch noch ganz interessant, weil viele ja auch Angst haben vor Uran und Plutonium und das ist so die Gefahr, die schlummert und in unseren Kernkraftwerken, wenn man die kaputt macht. Uran ist ja ganz böse. Man muss ja auch immer vergleichen, wie viel Energie dann hinter der Strahlung steckt. Das ist ja nicht immer das Gleiche. Alpha-Strahlung ist nicht gleich Alpha-Strahlung, Beta nicht gleich Beta. Die haben ja alle verschiedene Energien. Das ist ein bisschen Physik. Aber ich kann ein ganz gutes Beispiel bringen, was verdeutlicht, wie stark strahlend jetzt dieses Cäsium im Vergleich zu Uran war. Es gibt ja diese Energieskala und ich benutze immer dann dieses Bild. Wenn du Uran hast, dann bewirft es deinen Körper mit Wattebäuschen, ne? Das ist halt Strahlung. Aber wenn du Wattebäuschen abbekommst, dann tut das nicht wirklich weh. Ne? Meinetwegen kannst du das Wattebäuschen auch nochmal mit ein bisschen in Wasser tunken. Das ist auf alle Fälle Strahlung, aber die ist jetzt nicht so gefährlich. Kobalt 60 auf der anderen Seite ist dann so der Pfeil, der dir ins Herz geschossen wird. Das ist Strahlung, die bringt dich noch schneller um. Und Cäsium liegt so ein bisschen auf der Mitte, vielleicht ein bisschen rüber zu Kobalt gerutscht. Das ist dann so der Kieselstein, der dir ins Auge geworfen wird. Das tut scheiße weh, das bringt dich vielleicht nicht um. Aber Cäsium ist auf alle Fälle ein schlimmerer Strahler als Uran oder ja Plutonium. Also um das einfach mal so in Relation und in Kontrast zu setzen, weil alle ja auch von Uran schon gehört haben und das ist das, was aus dem Kernkraftwerk kommt und das, was so böse strahlt und uns dann die nächsten Millionen Jahre dann noch nerven wird, wenn es dann irgendwann im Endlager ist. Okay. Boah, gruselig. Ja, das waren schon die gruseligen Fakten. Lass mal gucken, ob man daraus jetzt irgendwas konstruieren kann, was sich vielleicht dann doch irgendwie an einem Spieltisch oder in einer spannenden Geschichte weiterverwenden lässt. Wie gesagt, hier auch nochmal, wir reden hier über tragische Fakten, die man durchaus im Hinterkopf behalten sollte und die durchaus Triggergefahr, Potenzial beinhalten, dass man also auch da wissen sollte, mit wem man da irgendwas macht oder spielt oder wie auch immer. Man sollte sowas nicht glorifizieren, das ist dann Horror im schlimmsten Sinne. Ja. Ja, Jens, hast du eine Idee? Magst du anfangen?
Ja, ich tue mir ein bisschen schwer mit, weil es auf der einen Seite so ganz direkt noch nicht viel mir über den Weg gelaufen ist, aber in weiteren Abwandlungen ist es ja schon ein, sag ich mal, sehr bekanntes Thema. Also diese Büchse der Pandora ist ja schon erwähnt worden. Und im Grunde genommen dieses Menschen, die oder ja, Wesenheiten, die unwissend über was stolpern und damit herumspielen und gar nicht ahnen, was da dahinter steckt, was das für eine Gefahr ist. Also da kann man ja schon bei Alien anfangen. Das ist ja quasi das gleiche Motiv. Eine Raumbesatzung geht da in ein Raumschiff rein, in ein Unbekanntes, und da liegen irgendwelche Eier drin und ich halte mal den Kopf drüber und was passiert denn dann da? Also diese unglaubliche Gefahr, die von etwas ausgeht, und diese absolute Unwissenheit über diese Gefahr, so dass man als Außenstehender natürlich genau weiß, was, wie kann man da nur reingehen, aber in dem Moment die handelnden Personen wissen das ja alles nicht. Und mir fiel dabei eine Geschichte ein, über die haben wir, oder habe ich in anderen Bereichen schon mal geredet, war diese Überlegung, was machen wir denn mit diesen ganzen Atomabfällen, wenn man die tausende von Jahren lagern muss? Und wie kann ich die denn lagern, so dass auch noch ganz weit in der fliegende Generation wissen, da ist was Gefährliches, was man vermeiden sollte, hinzugehen. Und was passiert, wenn unsere Zivilisation in irgendeiner Form zusammenbricht und die Schrift so nicht überliefert wird und die unsere radioaktiven Zeichen auch nicht mehr verstehen? Was macht man denn da? Und da gab es vor Jahren mal tatsächlich eine Studie von Wissenschaftlern, die sich da zusammengetan haben, also Kommunikationswissenschaftler, aber auch Physiker und so, die so eine Studie zusammen. Wie kann man denn darauf hinweisen? Und die sind da auf ganz kreative Ideen gekommen. Das eine war so eine Art radioaktive Priesterschaft zu gründen, sodass dieses Wissen über diese gefährlichen Stoffe, die da irgendwo in der Erde lagern, als Religion weitergetragen wird, sodass man sozusagen den naturwissenschaftlichen Hintergrund nicht mehr wissen muss, aber weitergetragen wird als Tradition, als religiöses Tabu, dass bestimmte Bereiche böse sind und nicht betreten werden dürfen. Das ist eine interessante Idee. Der Kult des gelben Zeichens, ja, oder? Die andere, etwas abstrusere Idee, die mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass man eine Art von Katzen oder so züchten könnte, die durch radioaktive Strahlung anfangen, im Dunkeln zu leuchten, und die dann da aussetzt in dem Gebiet und dann die Menschen davon Abstand halten, weil da so irgendwelche leuchtenden Kreaturen in der Nacht rumrennen. Wobei ich mir dann immer so gedacht habe, naja, also das wäre für viele eigentlich die Aufforderung, genau dahin zu gehen und sich das anzugucken, anstatt da wegzubleiben. Also von dieser Idee ausgehend habe ich überlegt, ob man sowas in der Art nicht in einem Fantasy-Universum einfach ansiedeln könnte. Irgendeine Handlung, in der es Orte gibt, die man halt nicht betreten darf, wo die Altvorderen schon sagen, dort wohnt das Böse, in diesem Wald sind böse Geister, und wer da hingeht, der kommt zu Tode. Krankheitsdämonen. Ja, wird vom Dämonen besessen. Mein Urgroßvater ist da hingegangen und dann kam er mit Eiterbeuteln und was weiß ich übersät zurück und hat die Oma gebissen, wurde zum Zombie oder was auch immer. Wenn man das versucht, als Spielleiter so zu verkaufen, dass die Spieler nicht gleich diesen Hintergrund haben, dass da tatsächlich was Gefährliches liegt, sondern eher in diesem Hintergrund sind, da versucht jemand, die Bevölkerung zu unterdrücken, da hat jemand ein Wachtmittel, da will jemand die Leute in diesem Tal festhalten und die sollen bloß nicht rausgehen aus dem Tal, und erzählt ihnen irgendwelche Gespenster- und Geistergeschichten, damit er sie unter Kontrolle behält. Mhm. Und unsere großartigen Helden wollen natürlich diese Leute befreien und wollen entlarven, diesen ganzen Kult, den es da gibt, dass der dann nur dazu existiert, um die eigene Macht zu erhalten. Und böse Storywendung ist dann, nee, der ganze Kult, die wussten das zwar vielleicht auch nicht, warum sie es betrieben haben noch, aber haben es von ihren Vorfahren so gelernt, dass man das weiterhalten muss. Und das hatte schon seinen Sinn, weil da liegt was super gefährlich ist. Das muss jetzt in dem Sinne wenn es ein Fantasy-Universum ist, keine strahlende Substanz sein, sondern die Überreste eines magischen Wesens.
Wissens, was alle verändert und mutieren lässt, oder der Geist eines Dämonen, der von allen Besitz ergreift, die dorthin gehen und das in die Welt hinausträgt. Also diese unsichtbare Essenz. Ja, es ist etwas Unsichtbares, Gefährliches, was die Menschen nicht fassen können und nicht begreifen können, was ja für nicht moderne Menschen oder Menschen, die keinen Geigerzähler zu Hause haben, nicht wissen können, was da vor sich geht, wenn man es nicht weiß, dass da Strahlung ist. Das wäre so meine Idee, wie ich daraus vielleicht versuchen würde zu machen. Aber tatsächlich dieser Twist, dass man sich in der Rolle des Helden fühlt, diesen unterdrückenden Kult zu beseitigen, und der eigentliche gemeine Twist ist, man tut damit eigentlich gar nichts Gutes unbedingt. Das ist eigentlich insofern interessant. Also mir schießen sofort so Bilder durch den Kopf von den damaligen Europäern, die die Welt erkundet haben und auf indigene Völker gestoßen sind, die alle ihre eigenen Götter und Glauben und keine Ahnung was hatten und heilige Berge und was weiß ich was, und sagten, hier nicht betreten, der Berg ist heilig und was weiß ich was. Der Fluch der Maya oder der Fluch der Ägypter. Ja, genau. Alles in diese Richtung, ne? Wo man sich dann drüber hinweggesetzt hat, gesagt, ach Mumpitz, wir wissen es besser, ja. Wir sind aufgeklärt und wissenschaftlich fundiert und was weiß ich was alles. Und genau in diese Falle rennt man dann halt rein. Ne? Das ist die Erwartungshaltung, ja, okay, vielleicht läuft da irgendein ein großer Bär rum oder Yetis gibt es nicht, aber das werden wir mit unseren Büchsen schon entsprechend erlegen oder wir brauchen da keine Angst zu haben. Und dann rennst du doch in diese Gefahr rein, öffnest tatsächlich die Büchse Pandora mit egal was auch immer da drin ist. Ne? Ob es Strahlung, ob es Viren, ob es das böse Leuchten oder eine eingesperrte Gottheit ist, Das große Unbekannte. Ich hatte auch so ein bisschen in die Richtung gedacht, war dann weniger im Fantasy-Bereich, sondern eher bei den Steinzeitmenschen, die dann irgendwo in Afrika noch leben, oder aber bei den alten Griechen. Und dass man dann so ein bisschen diesen Mythos der Pandora dann eben bespielt, dass es eben wirklich diese Büchse gibt. Und wenn du die öffnest, dann, Hoffnung war zwar auch eingesperrt, aber auch die ganzen Krankheiten. Und du kannst dir dann irgendetwas, was im Inneren noch ist, noch betrachten, aber du wirst auf alle Fälle an einer Krankheit sterben. Und das kann dann natürlich eben auch dieser magische Hintergrund sein, der bei den Griechen gegeben ist. Es kann aber auch der wissenschaftliche Hintergrund sein. Muss man ja auch gar nicht ausspielen. Gerade bei den Griechen, die werden das ja eh nicht dann herausfinden. Aber das war so ein bisschen dann auch meine Idee, die ich hatte, dass man dann einen Odysseus spielt, der auf Weltreise geht, also im Mittelmeerraum, und dann dabei eine dieser Gefahren entdeckt. Ich hatte jetzt auch wieder relativ nah an den eigentlichen Gegebenheiten noch, das hatten wir schon mal so ein bisschen in einer Episode, so ein bisschen Richtung eines Heist, ne? Also es gibt einen Auftrag oder auch nicht, irgendetwas irgendwo zu stehlen. Dann sind wir ja wieder im, keine Ahnung, Shadowrun oder wo auch immer Universum mit drin. Und die Protagonisten bekommen halt viel Geld geboten oder wie auch immer, um irgendeinen Auftrag zu erfüllen und genau eine solche Kiste irgendwo rauszuholen. Sie sollen nicht reinschauen, sie sollen sich auch nicht dafür interessieren, was es ist. Sie sollen gefälligst einfach nur das Ding rausholen und schaffen das halt auch irgendwie. Und dann Tage später wird nach und nach klar, sie haben irgendwie eine Spur des Verderbens, des Grauens oder was weiß ich was hinterlassen, die nur unterschwellig erstmal klar wird, aber wenn man halt überlegt, da waren wir auch, und das Ganze hört erst auf, nachdem sie halt dieses Objekt abgegeben haben. Das in einen Plot halt mit reinbringen. Mittlerweile haben sie natürlich dieses Diebesgut schon längst abgegeben und müssten dann im Rahmen eines Abenteuers halt mitermitteln, was haben sie da eigentlich gestohlen und gibt es da gegebenenfalls auch ein Gegenmittel zu und oder wo ist das eigentlich jetzt, um das Ganze wieder rückabzuwickeln oder wieder gut zu machen oder was auch immer. Ja, vor allem, wenn sie dann vielleicht selbst auch feststellen, dass plötzlich bei ihnen Symptome auftreten. Genau. Man kann es ja ein bisschen weniger tragisch machen. Also es ist wahrscheinlich tödlich, aber es gibt immerhin ein Gegenmittel oder so. Aber um das richtige Gegenmittel zu haben oder so, dann muss man natürlich schon wissen, was man da transportiert hat. Oder das war halt dabei in der zweiten Kiste oder wie auch immer. Ja,
hatte nämlich auch an einen Shadowrun gedacht in meiner Vorbereitung, dass dieser Auftrag, der gegeben wird, unglaublich gut belohnt wird. Andere Runner haben schon davon berichtet, dass es in dieser Ruine unglaublich wertvolle Schätze, wie auch immer die definiert sind, gibt. Meinetwegen Tech-Artefakte oder so etwas. Und ja, für diesen Auftrag, er wird unglaublich gut bezahlt, aber man muss eigentlich nur diesen Maschendraht durchschneiden, der Wachmann ist eh nicht da oder schläft. Man kann einfach reingehen, geht wieder raus und man wundert sich, warum man dafür jetzt so viel Nuyen bekommen hat. Ja, bei Shadowrun wird ja tatsächlich dann auch sowas passen, wie eigentlich interessiert auch den Auftraggeber den Inhalt der Kiste gar nicht, sondern er will nur sehen, was mit den Runnern passiert, wenn sie da eine Zeit lang dem Zeug ausgesetzt waren. Okay, ja, so als Versuchskaninchen. Mhm. Was ich sonst noch überlegt hatte, war, dass man eine Art Akte X spielt oder Delta Green und dass man jetzt in diese Stadt geschickt wird, die, ja, die Menschen sterben, sie werden krank. Man weiß nicht genau, was passiert ist, man muss es untersuchen. Vielleicht wird dann auch relativ schnell klar, dass es sich um Radioaktivität handelt. Oder aber es ist was ganz anderes. Ich sprach schon von diesem UFO-Pulver. Vielleicht haben die Außerirdischen ja auch irgendwas abgeworfen oder es ist ein Virus von Cthulhu. Da kann man ja auch sehr kreativ werden, aber jetzt wird dann eben ein Team aus meinetwegen New York oder so in diesen brasilianischen Urwald geschickt, um dann aufzuklären, um das Ereignis zu sichern, vielleicht dann eben auch die Viren oder dieses UFO-Pulver dann selbst zu sichern für New York. Vielleicht geht dann auf der Reise irgendwas noch schief oder so, aber dass man dann eben auch in so einer Geisterstadt spielen kann, wo die Leute sich verschließen, seit wenigen Tagen werden dann die Fenster nicht wieder geöffnet und alle bleiben drin, niemand will mit dem Nachbarn sprechen. Einige ja, stehen vor den Krankenhäusern an und wollen eben auch nicht mit dir reden. Alle haben diesen Haarausfall. Das kann auch schon sehr bedrückend sein, wenn man dann genau überhaupt nicht weiß, dass es diese Radioaktivität gibt. Ja, also wie du es jetzt sagst, du hast ja auch Delta Green gesagt, also das könnte ich mir ganz toll vorstellen für so ein Delta Green Abenteuer. So eine Zelle wird da hingeschickt, guckt euch mal an, was da los ist und muss den Patient Null quasi suchen, muss diesen ganzen Weg, den dieses blaue Pulver genommen hat, durch Bus und Bahn und zum Schrotthändler und wo der Schrotthändler es her hat, muss das, diese ganze Brotgrubenspur sozusagen nach zurückverfolgen, um an die Quelle zu kommen, um ja, und dann eventuell die Quelle zu versiegen zu lassen oder sich selbst dann halt seinen Anteil zu holen für irgendwelche zwielichtigen Herren, in deren Dienste man ist. Ja. Wenn man jetzt die Bevölkerung, also ja, du sagst gerade, die verschließen Fenster und Türen, machen nicht mehr auf und was weiß ich was, reden nicht mit Fremden. Ich konstruiere jetzt mal einen anderen Stoff, ein anderes Material oder ein Virus oder wie auch immer. Angenommen in einer Siedlung, die Menschen wären immun gegen dieses Zeug, weil das existiert da schon in dem Berg seit Jahrmillionen und diejenigen, die empfänglich dafür sind, die sind schon längst ausgestorben, aber die Menschen, die jetzt genau da wohnen, denen tut das oder hat das nichts an. Die leuchten vielleicht sogar hellblau im Dunkeln. So die Anmerkung von Jens eben, ne? Katzen züchten, die nachts leuchten. Vielleicht trifft das sogar ein Volk, ein Menschenstamm an einen gewissen Ort, die ansonsten gar nicht auffällig sind. Soll ich dir sagen, so etwas gibt es. Wissenschaftlich, also genau das gibt es. Es gibt in Indien einen Strand, an dem die Hintergrundstrahlung höchstwahrscheinlich durch irgendwelche Erze oder Mineralien höher ist. Und diese Menschen leben dort schon seit natürlich einigen Generationen und die sind wesentlich resistenter gegen die Strahlung. Das sind Werte, die Liquidatoren aus Tschernobyl bekommen haben innerhalb von einer Minute. Und solche Werte bekommen die regelmäßig pro Jahr. Und die sind eben durch die Generation hinweg immun geworden. Irgendwo in Indien an einem Strand. Okay. Habe ich auch noch nichts von gehört, okay. Ja gut, aber das wäre so ein Ansatzpunkt. Ne? Es gibt halt so eine Siedlung, Fremde, die da hinkommen, die erkranken, denen passiert was. Die haben Visionen oder was auch immer. Also das als Hintergrundelement für einen Plot. Ich habe noch keine Idee, wie man jetzt wirklich eine Handlung oder was für eine Handlung darum passieren könnte, aber als Baustein in einem Abenteuer
wäre das, was, was man mit einbauen könnte. Ah, vielleicht so ein, um, wenn das richtig abgelegen ist, ist ja zwar wieder so ein bisschen imperialistisch angehaucht, aber dann ist da halt eine Firma hingegangen in dieses Gebiet und hat da angefangen, mal irgendwelche Bohrungen durchzuführen, weil sie halt Bodenschätze da vermuten und die einheimische Bevölkerung, wie es der geht, ist ja eigentlich egal. Aber der Clou ist dann, die gehen halt dabei alle drauf und der Bevölkerung drumherum geht es weiterhin ganz gut. Und dann wird man halt sozusagen beauftragt von dieser Firma oder von der Regierung oder was auch immer. Jetzt geh mal gucken, was ist denn aus den Leuten passiert? Die haben sich jetzt seit Wochen nicht mehr gemeldet oder die letzte Meldung, die kam, ist ja ein bisschen kryptisch gewesen. Könnte auch eine Akte X-Folge sein irgendwie, wenn ich gerade drüber nachdenke. Mhm. Ja, ich glaube, das ist aber das Ganze, was dem innewohnt. Es ist was Mysteriöses. Halt, ne? So wie bei der radioaktiven Strahlung, du schmeckst es nicht, du riechst es nicht. Wobei schmecken, glaube ich, kann man. Das zumindest in Chernobyl war das. Ne? Ja, also ist es halt so, dass du relativ schnell dann durch Gamma- oder Beta-Strahlung dann dein eigenes Blut auf der Zunge schmeckst, ja. Ja, genau, der metallische Geschmack. Ja, ja, genau. Ja. Also man sagt, dass es nach Kupfer schmeckt. Kupfer. Eisen. Wie auch immer Kupfer auch schmeckt. Immer. Ich habe genau. Noch nie auf einen Kupferbarren gebissen, aber ja, das ist so das, was man gesagt hat. Ja, also ist auf alle Fälle, egal wie man es spielt, egal welche Themen ihr aufgreift, das ist sehr erwachsen, sag ich mal. Man sollte sich da ordentlich mit auseinandersetzen und dem Ganzen dann auch Respekt geben, weil da eben über die Jahre tatsächlich Menschen in der Realität gestorben sind. Ihr müsst das natürlich jetzt nicht als den Hintergrund nehmen, aber das ist tatsächlich so schon passiert. Es geht ja auch primär darum, so Anleihen daraus zu nehmen, da auf Ideen zu kommen. Und selbst diejenigen, die Radioaktivität quasi erstmals entdeckt haben, die sind ja letztlich auch daran verstorben, ohne etwas dafür zu können. Sie sind halt einfach nur Opfer ihrer eigenen Erkenntnisse dann geworden. Ja. Marie Curie natürlich eins der bekanntesten Beispiele. Genau, genau. Was ich sonst noch als Gedankenbild hatte, war District 9, falls euch der was sagt. Der Film von Peter Jackson mit diesen Außerirdischen in Südafrika, wo es dann diese Kolonie gibt und die dann doch irgendwie harmonisch versuchen, miteinander zu leben, auch wenn man dann so ein bisschen ausgegrenzt wird. Aber dass es dann ja so eine Kolonie von diesen Personen gibt, das könnte auch noch interessant sein. Also es war einfach nur so ein Fetzen, der mir dann bei der Vorbereitung durch den Kopf spukte und den wollte ich einfach nochmal mit euch teilen. Vielleicht macht ihr da jetzt noch ein bisschen was draus oder wir lassen ihn jetzt einfach so stehen. Ja, Medien, wo du schon da angefangen hast. Es hat nichts mit Strahlung zu tun, aber im Grunde genommen ein ähnliches auch Rechercheverfahren, um an Patient Null und die Quelle eines Übels heranzukommen. Da fielen mir auch immer wieder diese Ebola-Geschichten ein. Gibt es ja auch eine Verfilmung mit, ich glaube, Dustin Hoffman oder so. Outbreak. Outbreak, genau. Wo auch auf einmal irgendwie eine ganze Menge an Menschen erkranken, irgendwelche merkwürdigen Symptome finden und es geht schon darum, rauszufinden, wo ist die Ursache, was ist es? Und auch da eine Rückverfolgung zu machen. Ja, oder ist jetzt nicht ganz Medien, aber ziemlich interessant oder in die Richtung geht ja auch die Arbeit von diesem englischen Arzt, glaube ich, war es, Jon Snow. Nicht verwandt mit Game of Thrones, mit Jon Snow, der die Cholera erforscht hat in England und festgestellt hat mit Studien, von welchem Brunnen aus sich das verbreitet hat, die Erkrankung, und dass sich das von bestimmten Brunnen aus verbreitete und dass die Cholera-Erkrankung halt daher kam. Da gibt es interessante Dokumentationen dazu. Oder ich weiß nicht, ob es eine dramatische Verfilmung gibt. Ich habe mal eine Doku dazu gesehen. Irgendwas mit London Maps oder so. Muss ich mal nur gucken, ob wir das nachliefern können in den Shownotes. Aber das ist halt auch so eine Geschichte, wo halt jemand in dem Fall eine Krankheit feststellt. Niemand weiß, alle meinen, das kommt von irgendwelchen Dünsten oder Gasen oder was auch ich. Und er ist halt der Überzeugung, dass das irgendwie mit dem Wasser zu tun hat und keiner glaubt ihm. Und er macht dann halt da wirklich große statistische Erhebungen und stellt dann fest, je näher man sich an gewisse Wasserquellen in der Stadt rankommt, umso häufiger sind die Erkrankungsfälle. Ganz grob zusammengefasst, wie ich das jetzt noch so in Erinnerung habe. Mhm. Der Name ist halt natürlich auch nur hängen geblieben, weil es diese Namensgleichheit da. Ja. Ja, also.
Was ich sonst noch als Medien mit auf den Weg geben könnte, wäre ein Film von 89. Und zwar geht es da um die Entwicklung der allerersten Atombombe. Auf Englisch Fat Man and Little Boy und auf Deutsch dann Die Schattenmacher. Der ist auch nicht ganz ohne, der Film. Visualisiert dann die Strahlenkrankheit, wenn ein Atom oder ein Kerntechniker dieser Strahlung ausgesetzt wird und dann eben im Verlauf über diese 2 Wochen dann stirbt. Das ist sehr interessanter Film, wie damals die erste Atombombe entwickelt wurde und in dem Rahmen dann meines Wissens fiktiv, also es gab diesen Unfall, der war allerdings später, den hat man dann in diesem Film dann etwas nach vorne transferiert, aber wer mal wissen möchte, wie sowas aussehen könnte. Ich meine, die neueste Serie Tschernobyl, die hat das ja auch schon drastisch gezeigt. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ein heftiges Thema und das ist passiert, das kann wieder passieren. Schattenmacher wäre so meine Empfehlung. Nichts für Zartbeseitete. Ja, ansonsten würde ich halt jede Filme, in denen irgendwelche Raumfahrer oder Forscher auf Aliens oder Parasiten stoßen und sich von denen infizieren lassen und nicht wissen, was los ist. Gibt es auch diverse Akte X-Folgen, glaube ich, oder auch den John Carpenter-Film Das Ding irgendwie. Das geht ja auch ein bisschen so in die Richtung. Also das sind auch alles so ein bisschen ähnliche Motive. Man findet irgendwas und der Forschergeist und die Neugier treibt einem dazu, herauszufinden, was es ist. Und wo am Ende denkt man sich, wie kann man nur. Ja, und die Botschaft ist dann, Mensch, forsche nicht, stelle keine Fragen, bleib immer zu Hause und hör auf deinen Pfarrer. Akzeptiere die Göttlichkeit. Genau. Genau. Das ist natürlich auch ein sehr schönes Element für ja solche Abenteuer, wo wir auch gesagt haben, wohin irgendwelche indigenen Kulte, die irgendwas da verheimlichen und dann setzt man sich darüber hinweg, um dann nachher dann festzustellen, okay, die hatten doch irgendwie auf ihre Art und Weise recht. Ja, akzeptiere einfach mal gewisse Sachen. Das ist ja auch so das Paradox der Science-Fiction, sage ich mal, die ja eigentlich so Zukunft und Forschung und Wissenschaft ist toll, aber die Geschichten, die wir da drin erzählen, die Lehre, die wir immer wieder draus ziehen müssen, sind ja eigentlich, wir sind alle noch gar nicht reif dafür und mal lieber nicht dran rühren, so irgendwie. Also ist schon ein gewisses Paradox, was da existiert in Science-Fiction-Geschichten. Nicht in allen, aber in vielen so. Na gut. Das waren doch Schlussworte, oder? Klang irgendwie so, ja, genau. Also, ich glaube, eine Warnung müssen wir noch wegschicken. Ne? Also, egal, was ihr jetzt hier gehört habt, don't try this at home. Ja. Also, geht jetzt nicht bitte in die nächste Arztpraxis und brecht da das Röntgengerät auf. Und wenn euch irgendjemand was Nachtleuchtendes anbietet, lasst die Finger davon. Auch wenn es Drogen sind. Ja, das sowieso. Es sei denn, es sind nachtleuchtende Würfel. Die kann man natürlich, die muss man einfach haben. Und verlassene Krankenhäuser sind total spannend und interessant. Schleicht drin rum, aber lasst die Kisten stehen. Genau. Fotografieren ist erlaubt, aber lasst den Rest bitte denjenigen, die damit wissen, umzugehen. Ja, haben wir eigentlich schon einen Teaser für das nächste Mal? Weiß es jetzt gar nicht, ob wir schon irgendwas festgelegt haben. Ich wüsste gar nicht, wer das nächste Mal dran ist. Ich wollte gerade fragen, wer ist denn dran mit erzählen? Wahrscheinlich bin ich es, ne? Ich weiß es nicht. Das letzte Mal war der Ralf dran mit den fliegenden Luftschiffen. Ja, nicht nur Luftschiffen, ne? Fliegern, die auf Fliegern fliegen. Genau. Ich bin toll vorbereitet. Ich mache jetzt mal gerade eben unsere Tabelle auf. Aber ich glaube, wir haben noch nichts abgestimmt. Dann sagen wir einfach, Michael ist dran und du musst dir was ausdenken. Ja, um Himmels Willen. Nee, wir haben tatsächlich noch nichts abgestimmt, vereinbart. Dann lassen wir uns doch alle mal überraschen. Lasst uns alle mal überraschen. Genau, wäre auch eine Option. Ich erzähle euch mal irgendetwas und ihr müsst wirklich absolut unvorbereitet damit klarkommen. Ja. Nun gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich einmal ganz herzlich bei Christian zu bedanken, dass er uns dieses tragische Ereignis näher gebracht hat mit einigen fachkundigen Hintergrundinformationen. Das war sehr interessant, vielen Dank. Ja, sehr gerne.
Ja, wir hatten über Twitter hatten wir gesprochen. Ich hatte zum, ich sag mal, tragischen Jubiläum von Tschernobyl hatte ich ein bisschen was getwittert und daraufhin hattest du mich dann angeschrieben, weshalb wir dann diesen Podcast geplant hatten. Das nur so ein bisschen als Hintergrund. Genau. Aber ich hatte auch viel Spaß, kann man das sagen. Also es war auf alle Fälle ein interessantes Thema, das eben mit euch aufzubereiten. Und zumindest die Aufnahme hat mir Spaß gemacht, so tragisch das Thema doch ist. Ja, ich bin mal gespannt, wie das bei unserer Zuhörerschaft ankommt. Wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar, der gerne auch noch weitere Ansätze und Ideen halt mit reinbringt, ob und was man da noch ein bisschen mehr rausmachen kann. Und ansonsten würde ich sagen, belasst was dabei. Ja. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, was ich sonst noch überlegt hatte, oder habt ihr noch was? Ich war mir jetzt auch nicht sicher, ob Michael noch überlegt. Deswegen hätte ich jetzt auch nicht was zu sagen. Der überlegt doch, ja. Dann lasse ich ihn mal zu Ende überlegen. Nein. Mach ruhig. Wenn du was hast, vielleicht kristallisieren sich meine Gedanken dann noch etwas konkreter. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.